Ich habe jetzt einen Taschenrechner in der Hand. Manchmal ist es ganz gut, nichts zu wissen. Oh, ich war viel zu hoch. 200.000! Was? Es steht da auch. Von neu nach alt sortieren. Ach, so. Nein! Ich hab falsch gemacht. Okay, schade, da. Der ist ja riesig. Ich dachte, das ist so ein Hand-Skateboard, dass du das hast. Herzlich willkommen zur neuen Folge Know Your Game hier auf Twitch. Schön, dass ihr da seid und auch herzlich willkommen an meine vier neuen coolen Teilnehmer. Chiara, hallo, Stefan aka Fragnat, Sarah, hi und Gustav, hallo und auch an den Chat, hi, schön, dass ihr da seid. Chiara, hi, möchtest du dich uns einmal vorstellen? Ja, ich heiße Chiara, streame unter dem Kanal Just Giggles, aber keiner nennt mich so. Jeder sagt Chiara irgendwie, was okay ist. Und ja, das mache ich jetzt so seit einem Jahr hauptberuflich, moderiere aber auch aktuell eine Sendung namens Heimweh Pixel für den WDR. Falls euch das interessiert. Sehr cool. Was spielst du so für Spiele auf Twitch? Ich spiele ehrlich gesagt alle Simulatoren, Souls. Born Games, also Souls-like Games, Shooter, also ich spiele alles. Okay. Hört sich schon mal so an, als hättest du eine gute Base, um hier ordentlich abzusahnen heute. Ja, halt wissen halt, ne? Hast du dich aufs Quiz vorbereitet heute oder kannst du das Nö, auch so? Ich hoffe einfach mal, dass ein bisschen Wissen in meinem Kopf kleben geblieben ist, so nach all den Jahren. Aber ich bin auch sehr vergesslich, von daher hätte sich so ein bisschen so vorbereiten, glaube ich, sich gar nicht gelohnt. Ich glaube auch, vor allem man weiß ja auch gar nicht wirklich, was genau und in welche Richtung es dann geht. Mhm. Aber dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen heute, dass du ordentlich absahnst. Dankeschön. Dann Stefan, hi, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Sorry. Alles gut, alles gut. Ich bin Stefan, genau. Ich möchte mich gerne vorstellen. Sorry dafür nochmal. Online bekannt als Fragnat. Ich mache auf hauptsächlich YouTube Gaming Infotainment und gelegentlich streame ich auch mal. Meine Themen sind hauptsächlich Open World Rollenspiele. Deswegen hoffe ich natürlich, dass da einiges von heute drankommen wird. Und da bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht werden es auch eher die Games, die ich nicht so zocke. Let's see. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich glaube, die Fragen sind ziemlich bunt. Da müsste für jeden bestimmt was dabei sein. Woher kommt der Name Fragnat? Es hatte eigentlich nur Search Engine Optimization Gründe. Und den Namen gab es noch nicht. Was? Oha! Katastrophe! Nee, genau, spannend. Es ist eine Abwandlung eines alten Gamertags von mir, der hieß Wagnat. Und okay. Davon gab es irgendwie hunderte auf YouTube. Und dann musste ich den irgendwie ändern. Ja. Wagnat. Okay. Dann wünsche ich dir viel Glück heute und Dankeschön. Wir gehen weiter zu Sarah. Hi, schön, dass du Hallo. Da bist. Dankeschön. Ja, ich bin Sarah, ich bin Redakteurin, ich bin eigentlich keine Twitch-Streamerin, zumindest nicht auf meinem eigenen Channel. Ich bin bei den Rocket Beans unterwegs und bei denen auf dem Channel, früher auch mal mit Chiara zusammen. Und was Gaming angeht, glaube ich, dadurch, dass ich Games-Redakteurin bin, ziemlich Allrounder-mäßig aufgestellt, zocke mich sehr, sehr gerne durch Indie-Games, habe ein großes Herz für Indies, aber bin auch, ich würde sagen, was den Release-Kalender dieses Jahr angeht, auch bei den AAA-Sachen ganz gut aufgestellt. Aber Indie-Games finde ich auch mega. Zurzeit vor allem spiele ich auch wieder mehr Indie-Games. Ich finde, die haben so einen gemütlichen, cozy, schönen Vibe immer. Hast du dich denn vorbereitet fürs Quiz heute? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich war letztens wieder in einem Quiz bei uns und der Ausgang ist noch offen natürlich, aber sagen wir mal so, da war ich nervös. Jetzt geht's eigentlich. Okay, klingt so, als wärst du relativ fit für heute. Dann Dankeschön und last but not least, Gustav, hi, schön, dass du da bist. Dankeschön, ebenso. Möchtest du dich uns ganz kurz vorstellen? Ja, kann ich machen. Ich bin Gustav Gabel, eigentlich Georg, und ich mache mittlerweile fast nur noch Twitch, früher eher YouTube, habe mich da so ein bisschen gewandelt selber. Hauptsächlich Call of Duty immer gemacht, dann irgendwann mal Fortnite, dann weg von Fortnite und jetzt auch voll allround. Call of Duty ist immer noch so ein Ding, aber Assassin's Creed oder Far Cry auch in letzter Zeit viel gespielt. Harry Potter Games, alles. Feier ich. Nice, hört sich gut an.
Hast du dich aufs Quiz vorbereitet, Gustav? Ich habe mir auf jeden Fall eine Folge von davor angeguckt, von Neue Game. Okay. Und habe öfter mal gesagt, so, oh, das hätte ich gewusst. Mehr kann ich ja nicht sagen. Zählt als Vorbereitung. Zählt als Vorbereitung, ja. Und ist eine gute Grundlage. Aber dann würde ich mal sagen, starten wir mit der ersten Frage. Ich werde euch jetzt insgesamt 32 Fragen stellen. Es sind ja doch 32 Fragen stellen. In verschiedenen Kategorien. Die Kategorien erkläre ich euch dann jeweils, wenn sie drankommt, damit es dazu keine Verwirrungen kommt. Wenn ihr eine Frage oder wenn ihr eine Antwort wisst auf eine Frage, dann einmal buzzern. Der Erste, der gebuzzert hat, darf die Frage beantworten. Ihr bekommt einen Punkt. Wenn die Antwort richtig ist, ist die Antwort falsch, dann wird euch ein Punkt abgezogen. Das heißt, theoretisch könnt ihr auch mit Minuspunkten nach Hause gehen heute. Und dann gibt es noch eine Kategorie, da müssen alle raten und es werden aber auch keine Punkte abgezogen für die, die falsch liegen. So, soweit so klar. Dann fange ich an mit der ersten Frage. Das ist eine Wissensfrage, das bedeutet einfach ganz normal buzzern, wenn ihr die Antwort kennt. Welches kartenbasierte Spiel kombinierte auf dem PC 2021 Roguelite Psycho-Horror und Escape-Room-Rätsel. Sarah? Ich würde sagen Inscription. Das ist richtig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das gibt einen Punkt. Noch nie von gehört. Noch nie von gehört, ja. Spielt das, ist ganz nice, weil man vielleicht am Anfang gar nicht so weiß, in welche Richtung das geht. Ja, aber ich habe gehört, man darf sich vorher nicht informieren. Ich habe auch noch nicht gespielt, aber man soll sich nicht informieren. Echt? Wieso nicht? Ja, weil es so eine Art Twist hat. Also manchmal ist es ganz gut, nichts zu wissen. Okay. Dann kommen wir zu Frage Nummer 2, wieder eine Wissensfrage. Aus welchem Material bestehen die Charaktere in einer auf dem N64 gestarteten Rollenspielreihe mit Super Mario? Sarah? Aus Papier. Das stimmt. Stark. Wirklich gut. Hast du das gespielt? Ich zu langsam im Kopf. Also die N64-Teil, glaube ich, vielleicht als Kind, aber die Reihe ist ja mittlerweile schon um einiges länger als diesen einen Teil und da schon, ja. Der berühmte GameCube-Teil, A Thousand Doors, der gilt ja auch als der beste Teil von der Reihe und den habe ich auch sehr geliebt. Geil. Aber jetzt dumm. So. Sarah, wow. Okay. Sorry. Nicht schlecht, ja. Nee, nicht schlecht. Respekt davor. Sie räumt ab. Es gibt 2 von 32, ne? Ja, jetzt ist der Druck zu hoch. Kann noch alles passieren. Jetzt ist der Druck zu hoch. Eine Sekunde. Ja. Aber ich hoffe, ist es auch also, so, ich höre so irgendwie Schlagwörter und dann irgendwie so Minority Report-mäßig oder keine Ahnung, Beautiful Mind-mäßig, denke ich mir, okay, N64, Mario, Papier oder keine Ahnung, Materialien. Ja. Und in dem Moment hast du es einfach schon. Ich muss ja noch mein Puzzle zusammenbauen im Kopf. Das ist heftig. Ich weiß auch nicht. Das hat gerade sehr gut funktioniert. In der Testrunde vorhin habe ich die Frage gelesen und was vollkommen Falsches eingegeben. Also da ist es. Ist halt so, ne? Wenn du jetzt einmal falsch landest, dann sieht es wieder gut für uns aus. Naja, wir können ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber es war eine Frage von einer vorherigen Folge und da stand, wie viele Millionen von XY? Ja. Und ich erstmal 6-0-0-0-0-0, was natürlich ihr nicht gesehen habt, aber nur zum Techniktest. Aber ja, ich ging davon aus, dass es genau so laufen wird. So, kommen wir zur nächsten Frage und zur neuen Kategorie, eine Schätzfrage. Das bedeutet, jeder von euch darf jetzt ins Eingabefeld etwas eingeben, etwas schätzen und der am nächsten dran ist, der bekommt einen Punkt. Wie viele Spiele sind 2021 auf Steam erschienen? Boah. Oh shit. Nächste Frage. Wie viele Spiele? Oh, okay. Viele? Ich meine, da kommt ja auch... Bitte eine Zahl eingeben. Ziemlich viel Crap auch raus. Na. Also ich habe das eingegeben, die gar nicht aber durch. Wo hier, weiß ich nicht. Nein, das ist Quatsch. Oh, 10 Gott. Millionen Games. Ich hab das Gefühl, zu niedrig gerade, aber egal. Ja, ich auch. Ich habe Angst, nicht so hoch zu sein, ehrlich gesagt. Schauen wir mal sehen. Habt ihr alle was eingegeben? Ja. Ja.
Dann decken wir einmal auf. Oh, oh, ich war viel zu hoch. Ach, da sind die. Oh, 200.000! Ey, ich hab das Gefühl, ich bin ehrlich, weine ich jetzt nicht. Es gibt so viele Quatschspiele, das hätte er sein können. Oh mein Gott. Das stimmt. Okay. Aber Sarah wieder am nächsten, ne? Ist das nee, so? Du. Nee, du bist nee, am du nächsten. Bist nee, du Mathe-Mann. Ja. Ich würde schon sagen. Ich glaube, es gibt einen Punkt für dich, sicher? Gustav. Oder? Zweieinhalb bin ich da, dann nochmal 800 drauf. 2,6 bist du dir von ihr aus. Ich weiß nicht, ob ich nee, du. Ja. Ich weiß nicht, ob ich näher dran bin. Ehrlich nicht. Ich habe jetzt einen Taschenrechner in der Hand. Ja, mach das mal bitte kurz. Du bist 2606. Ja. Ja. Weit entfernt. Ja, okay, nee, dann auf jeden Fall. Ja. Mhm. Okay. Mathe-LK, by the way, ne? Wichtig. Da ja, nee, halt, ja, du bist halt näher dran. Ja. Gustav. Ah, ja. Okay. Ich hätte auch einfach alles sagen können, so keiner hätte ihm gesagt. Ach. Das ist bestimmt verrechnet. Oh, 200.000. Chiara hat gewonnen. Ja, Chiara hat gewonnen. 200.000. Wow. 1 Milliarde Games. So, kommen wir zu Frage Nummer 4. Wieder eine Wissensfrage. Im Februar kommt PlayStation VR 2 raus. Welche Spielreihe erhält dort einen exklusiven Ableger mit dem Untertitel Call of the Mountain? Sarah? Oh, wie schnell. Horizon? Das ist richtig und das ist Punkt Nummer 3 für dich. Also du weißt bis jetzt, weißt du alles. Das ist ich dachte, der Klick wäre eigentlich durch, aber Sarah ist einfach Ferrari unter den Buzzer-Betätigerinnen. Die Hand ist schon bereit auf der Maus zum Klicken. Aber wir kommen zur nächsten Frage. Und es ist wieder eine Wissensfrage. Durch welche Zeichentrickserie wurden die Macher des neuen Spiels High on Life berühmt? Rick and Morty. Ja, das ist richtig. Die eine Serie, die ich nie geguckt habe. Und da weiß ich die Antwort. Ja. Ich muss sagen, eine der besten Serien musst du unbedingt gucken. Unbedingt. Ich habe halt nur einmal reingeguckt, aber ich fand den so komisch, der, weiß ich nicht, Wissenschaftler, weil er immer nur sabbert und rülpst. Ja. Aber in der ersten Folge ist es ein bisschen, also ich finde die erste Folge ist nochmal ein bisschen brutaler, was das Rülpsen angeht, das bessert sich ein bisschen. Okay. Oder man gewöhnt sich dran. Ich muss sagen, ich bin auch nicht so reingekommen. Ich habe auch nur ein paar Folgen gesehen und habe es auf meinem Guilty Pleasure, Quatsch, auf meinem Haufen, den ich noch irgendwie abarbeiten sollte, aber ja. Ach, Pile of Shame. Danke, ja, genau. Oh, okay, krass. Shame. Aber gut, aber ich finde das Spiel ist ziemlich nice. Also ich habe mir den Trailer dazu angeschaut und das ist vom Humor her auch echt Rick und Morty-lastig. Also sieht sehr nice aus. Ich bin sehr gespannt, wie viel, also das Ding ist ja, dass die Waffen mit einem reden werden und Gags machen die ganze Zeit. Und ich frage mich halt, ab wann dir das auf den Nerv geht oder ob dir das gar nicht auf die Nerven geht. Gute Frage. Mal schauen. Ja, stimmt. Mal gucken. Okay, machen wir weiter mit Frage Nummer 6, eine Sortierfrage. Ihr müsst mir die richtige Reihenfolge jetzt eben nennen und wieder mit einem Buzzer. Sortiert folgende Spiele der Firma Valve von neu nach alt. Portal, Half-Life, Alyx, Dota 2, Left 4 Dead 2. Boah. Egal, no risk, no fun. Ja, probier's. Los, Chiara. Ja? Okay, ich würde sagen, oh Gott, Portal oder Left 4 Dead 2. Okay, ich sage jetzt einfach Left 4 Dead 2, Portal, Dota 2, Half-Life Alyx. Ah, das ist leider falsch. Das tut mir leid. Und es gibt einen Punktabzug. Aber die Frage ist wieder frei für die restlichen drei von euch, falls ihr es auch mal probieren wollt. Ich meine, Sarah mit 3 Punkten Vorsprung. Rainer, ich probier's. Mm, okay. Ich sage Portal, Dota 2, Half-Life Alyx, falsch rum, Left 4 Dead 2 und dann Half-Life Alyx. Das ist leider falsch. Auch falsch. Und ich möchte noch einmal ganz kurz vielleicht
betonen, von neu nach alt sortieren. Ach so. Nein! Ah. Ja, ich hab falsch gemacht. Okay, schade da. Das steht da auch. Ja. Ja. Aber wer macht das so? Niemand macht das so. Ja. Ups. Ja, lesen. Hey, Streamer fragen, ob die was lesen können richtig. Ist ja Quatsch. Wirklich. Nie einen Namen im Leben richtig gelesen. Stefan, Sarah, wollt ihr euer Glück probieren? Gibt's Negativpunkte? Ja. Gibt's. Dann eher nicht eigentlich. Okay, Sarah. Ich versuch's. Mhm. Also Half-Life Alyx ist das Neueste. Dann würde ich sagen Left 4 Dead 2, Dota 2 und Portal. Das ist leider falsch und gibt auch einen Punktabzug. Aber es war sehr nah dran. Es ist Half-Life Alyx, Dota 2, Left 4 Dead 2, Portal. Was habe ich gesagt? Habe ich das richtig gesagt? Nur falsch rum, Nina? Nee, du hast es auch ein bisschen. Ich habe Left 4 Dead 2 habe ich zuerst gesagt, glaube ich, ja. Okay. Kann sein. Boah, wenn ich nur an Half-Life Alyx wieder zurückdenke, das war wirklich so ein überragendes Spiel. Ja. Ist irgendwie viel zu wenig, dass das bei den Leuten bekannt ist. Ja, wer kauft sich extra VR-Headset dafür? Und ich glaube, für viele ist es so ähnlich wie für mich. Ich habe mir dafür ein Headset gekauft und ich habe das Spiel gespielt. Das war's. Und jetzt vergammelt es in der Ecke. Ja, ist jetzt vergammelt. Das ist halt, das lohnt sich halt überhaupt nicht, geldtechnisch gesehen. Aber es ist so ein tolles Spiel. Ich hätte auch gerne mal was VR-mäßig ausprobiert. Ich finde, das sieht eigentlich mal ganz witzig aus bei anderen. Also, ich würde halt ehrlich sagen, viele VR-Spiele sind Gimmicks. Sowohl so, hey, das war echt cool, aber das ist das einzige AAA-fantastisches Spiel, wo es sich lohnt zu spielen. Kann man das auch länger als eine Stunde mal zocken oder ist dann direkt? Beim ersten Mal habe ich versucht, da drin zu gehen, anstatt diese Teleport-Funktion zu nutzen. Dann nach 2 Stunden stand ein Eimer neben mir und ich habe 1 Stunde kaum reden können. Das war schlimm. Ja, weil ich habe mich dieses normale Bewegen gemacht. Das geht nicht. Das ist so komisch. Du stehst im Raum, drückst nach vorne und dein Körper geht zurück, weil er das Gefühl hat, dass er gerade nach vorne fällt. Ach, krass. Und dann habe ich dieses Sprungding gemacht und das ging wieder. Aber gehen kann ich nicht in VR spielen. Braucht man dann bestimmt so eine ganze, da gibt es ja extra diese Geräte, in die man sich reinstellt und dann kann man da halt wirklich auf so einem Laufband oder so laufen. Einfach ein Laufband, ja. Ja, stimmt. Dann hat man auch noch Sport mit reinkombiniert. Dann noch so ein Rumble-Pack-Weste. Ja, dieses Beat Saber heißt es, ist auch ein VR-Game. Wo das ist auch toll, Das ist Rhythmus, cool. Genau, ist das Rhythmus-Game in VR und das ist halt dadurch so immersiv und du merkst fast gar nicht, wie du wirklich Sport machst. Und du musst dich halt nicht im Raum bewegen, sondern du bewegst dich ja hoch und runter, also musst dich irgendwie ducken oder nach oben gehen oder so und halt im Rhythmus Sachen wegschlagen. Genau. Und das ist echt cool. Und für Horror-Games ist es halt prädestiniert, ne? Also das steigert die Immersion so, wenn du in VR bist. Das ist krass. Also ich würde Resi nicht in VR zocken. Andere schwören drauf. Ich traue mich nicht mal, das ohne VR zu spielen. Ja, safe. Aber Resident Evil 7 ist auch böse. Viel zu gruselig. Das Spiel habe ich gespielt und ich fand's, war so auch mein Maximum teilweise. Okay, heftig. Dann weiß ich, was ich auf jeden Fall nicht spielen werde. Und wir machen weiter mit Frage Nummer 7, wieder eine Wissensfrage. Auf der Gamescom wurde das Comeback einer alten Horrorspielreihe mit dem Charakter Edward Carmby angekündigt. Wie heißt die Reihe? Gustav? Ist das Alan Wake? Ah, das ist leider falsch. Und das gibt einen Minuspunkt für dich. Yes! Chiara? Oh nein, es gibt 2 Sachen. Okay, ich sag Alone in the Dark. Das ist richtig und du bekommst einen Punkt. Ich wollte Silent Hill sagen, dachte ich, Moment, es kam noch was anderes. Oh wow. Okay, wow, geil. Nice, Risiko. Nice. Neue Meta ist einfach nicht antworten. Du bist safe nicht letzte. Frage Nummer 8. Was war die große Besonderheit des Skateboard-Spiels Tony Hawk Ride? Sarah? Es gibt einen Controller, der ist geformt wie ein Skateboard und du musst darauf spielen. Und wenn ich jetzt aufstehen würde, könnte ich den holen. Und du hast ihn da? Soll ich? Ja, gerne. Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich eine unüberwindbare Hürde, denn aufstehen. Ja, ich habe da viel Negatives zugehört. Ich auch. Zu diesem Controller oder zum Game? Beides, weil
Also dieses Spiel funktioniert ja, glaube ich, nur mit dem Controller so sinnvoll. Aber der Controller soll wohl sehr, ja, nicht verlässlich sein, sagen wir es so. Oh, der ist ja riesig. Ich hätte gedacht, der ist so groß. Crazy. Heftig. Du sollst auch drauf stehen. Ja. Ja, das wird Kamera. Ich dachte, das ist so ein Hand-Skateboard, dass du das so. Das wäre ja voll easy. Ach so. Oh mein Gott. Ja, okay. Da gibt es sogar eine längere Geschichte zu. Also, das gab es zu Weihnachten 2011 oder so, kam das raus. Und die Leute sind natürlich, haben das irgendwie unter den Weihnachtsbaum gelegt. Und bei ganz vielen hat das nicht richtig funktioniert. Und das Spiel ist halt nur damit steuerbar. Und das war bei mir halt auch so. Und dann sitzt du da und hast das zu Weihnachten bekommen und kannst über die Weihnachtsfeiertage nicht zocken. Und ich habe letztens meinen Ex-Chef herausgefordert. Wir haben eine Rubrik namens Unspielbar und haben da schwere bzw. schwierige Stellen. Und ich habe ihn einfach sehr lange auf dieses Board gestellt und eine Kamera draufgehalten. Oh Gott. Deswegen liegt das hier noch rum. Ja. Aber hast du nie geschafft zu spielen dann so richtig, weil es nicht ging? Ja, doch, das habe ich umgetauscht, genau. Ah, okay. Also damals irgendwann, das wurde dann umgetauscht. Und ich hatte das besser in Erinnerung aus irgendwelchen verklärten Kindheitsträumen, als es tatsächlich ist. Aber für unspielbar hat es sich gelohnt. Ich meine, bei vielen Games hast du ja so diese Illusion, dass sie total perfekt waren. Aber das hast du da nicht mal ansatzweise. Nein. Das ist schon mal eine Ansage. Ach. Wir kommen zur nächsten Frage und zu einer neuen Kategorie, und zwar die Kategorie Lügendetektor. Ich lese euch jetzt was vor, ihr müsst ganz genau hinhören, weil eventuell versteckt sich da eine kleine Lüge in dem Satz, den ich vorlese. Dann müsst ihr buzzern und mich korrigieren. Am 16. November wurde Nintendos großer Star-Designer Shigeru Miyamoto 60 Jahre alt. Ich glaube, ich weiß, wo der Fehler ist, aber ich weiß nicht, wie es richtig ist. Ja, same. Also ja, ich glaube, wir kennen den Mann. Mhm. Aber nicht so genau. Boah. Ich würde jetzt erstmal alles durchgoogeln. Hey. Keine Angst. Nicht nach unten gucken. Aber ich sehe schon ein paar richtige Antworten im Chat. Der Chat habe ich natürlich auch nicht offen. Ja, den solltet ihr auch nicht offen haben. Okay, dann will ich alle keinen Plan haben. Ich will jetzt nicht drücken. Aber der Vorname ist doch falsch. Siemens, oder? Nee, der ist komplett richtig. Der Vorname ist richtig gewesen? Shigeru Miyamoto, ja. Ja. Okay, ich dachte irgendwie, der ist anders. Das ist irgendwie so ein bisschen künstlich. Okay, dann weiß ich nicht, wer. Ja, Daten und Zahlen, da will ich eh raus. Ja, also ich bin raus. Möchte es noch jemand von euch probieren? Okay, dann löse ich auf. Er ist 70 geworden. Oh, okay. Ja, keine Ahnung. Aber finde ich auch schwierig. Ich kann mir nicht mal von Verwandten gefühlt das Alter merken. Ja. So ein Ding. Ich habe letztens überlegt, wie alt ich bin. Vor lauter. Oh, das ist mir auch schon passiert. Erstmal in Perso geguckt. Ah! Es ist auch schon ein paar Mal passiert, dass ich gefragt wurde, wie alt ich bin und ich einfach ein falsches Alter gesagt habe, weil ich irgendwo vor 2 Jahren einfach stecken geblieben bin und ich mir dachte, wait, warte. So, nächste Frage, Frage Nummer 10 und wieder eine Wissensfrage. Im Dezember kommt eine Neuauflage von Crisis Core Final Fantasy VII. Doch für welche Konsole erschien die Originalversion 2007? Gustav? PSP. Ja. Das war die PSP. Das ist richtig und das gibt einen Punkt und somit bist du wieder bei 0. Ja. Sehr gut. Ich habe das Spiel tatsächlich vor 2 Monaten das erste Mal in meinem Leben gespielt. Das war sehr toll. Hast du noch eine alte PSP irgendwo rumfliegen? Im Leben nicht. Nee, ich habe das emuliert. Ah, okay. Der Trickser. Ey, das war so viel besser, weil man dadurch natürlich Frames skippen konnte. Und um Gottes Willen, diese alten Roleplay-Games aus Japan, die haben ja so viel Grind. Oh Mann, ja. Das ist schon schön, wenn man einfach sagen kann, mach mal 5-mal so schnell, bitte. Ich freue mich aber auch schon sehr auf das Neue. Ja, ebenso. Mhm. Endlich Nachschub nach dem Final Fantasy VII Remake. Am 13. kam das, ne? Ich glaube. Also irgendwie 13.12. Ich spiele es jetzt irgendwann die Tage auch. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wann es rauskam.
Aber für mich ähnlich natürlich spannend, ne? Deswegen habe ich das vorher auf das Original gespielt, weil wenn es ähnlich Final Fantasy VII Remake-mäßig ist, dann lohnt es sich, beide Seiten zu kennen. Ist halt echt spannend, was sie aus dem Remake von Final Fantasy VII gemacht haben. Bin sehr gespannt, was sie da jetzt machen. Hm. Ja. Nur das Beste. Ja, stimmt. Wir kommen zur nächsten Frage. In welchem Land wurde ursprünglich der Klassiker Tetris entwickelt? Sarah? Russland. Das ist richtig und das gibt Punkt Nummer 4 für dich. Das ist so offensichtlich, dass ich unsicher war. Ich auch dachte mir, Russland. Komisch, irgendwie ist das so offensichtlich. Ja, wirklich. Aber man hat halt auch kaum Zeit nachzudenken, weil Sarah immer so schnell am Buzzern ist. Ich glaube, Sarah ist der Buzzer in Wahrheit. Nein, das stimmt nicht. Gustav war eben auch schneller. Wir kommen zu einer neuen Kategorie, und zwar Bilderrätsel. Für euch wird gleich ein Bild eingeblendet und dazu jetzt die Frage. Die Hauptfigur, aus welchem Spiel sehen wir hier? Gustav? Entschuldigung, jetzt hatte ich dich nicht verstanden. Das ist die Hauptfigur aus Uncharted. Das ist falsch. Nicht? Wir müssen den ganzen Namen nennen, ne? Ah, egal, ja. Star Wars Jedi Fallen Order. Nein! Stefan? Ah, du geile Sache. Ah ja, das ist richtig und es gibt Punkt Nummer 1 für dich. Stark! Ach so, das war nur der Spielentitel, den wir gesucht haben. Ich dachte, wie der Charakter heißt. Ach so. Ja, kennt man sich, ist ja klar. Auch, ja, fantastisches Spiel, verdammt. Kommt ja auch bald was Neues. Ja. Ja. Da freuen wir uns. Schauen wir mal, was wird. Nächste Frage. Wie viele unterschiedliche Pokémon gibt es in den neuen Teilen Karmesin und Purpur? Brauchen wir es genau? Ja. Oh. Nara, wenn du da jetzt nicht passt, das werde ich auch nicht. Ach komm, ich sag 400. Und ich sag, ist richtig und du bekommst einen Punkt. Ich wusste, dass es um die 400 sind. Wow. Aber ich spiele das auch gerade. Also. Hätte ich nicht gewusst, hätte ich nicht gedacht. Gestern Abend habe ich die Credits gesehen, deswegen, also. Gut, dann auf zur nächsten Frage. Aus welcher Spielserie kennt man den undurchsichtigen Großkonzern Abstergo Industries? Stefan? Wäre ja peinlich, wenn ich jetzt nicht geantwortet hätte. Assassin's Creed. Das ist richtig und es gibt Punkt Nummer 2 für dich. Langsam am Aufholen. Mhm. Bisschen schneller werden. Die Anti-Minus-Punkte-Strategie, die ist auch sehr gut. Die Anti-Minus-Strategie. Nein. Nächste Frage, Frage Nummer 15, eine Schätzfrage. Das bedeutet, ihr alle dürft wieder mitmachen und es gibt keine Minuspunkte. Wie viele Disziplinen gibt es im Switch-Spiel Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020? Oh mein Gott. Ich hab dafür ein Turnier organisiert bei Rocket League. Echt? Ja. Oh wow. Deswegen. Dann weißt du es ja. Ja, nee, das ist ja jetzt auch schon. Warte mal, es kam sogar, glaube ich, das Spiel kam 2019 sogar raus, glaube ich. Nie gespielt, keine Ahnung. Ich hab irgendwas eingetippt. Bei Switch Games bin ich tendenziell eher raus. Es gab auch einen Wii-Ableger, den habe ich früher gespielt. Den Switch-Ableger habe ich nicht gespielt. So, habt ihr alle was eingegeben? Sarah ist am nächsten dran mit 23. Es sind nämlich 35. Um Gottes Willen. Echt? Ich habe so wenig. Heftig. Wurden die geupdatet? Ich habe echt nicht so viel im Kopf gehabt. So. Das sind die ganzen DLCs. Wow. Es war aber voll ins Blaue geraten. Ich wusste, dass der Wii-Ableger auch schon recht viel hatte. Aber ich konnte mich halt, vielleicht weil ich nur die Teamspiele irgendwie im Kopf hatte, mit Boxen, Schwimmen, Bogenschießen und sowas, sind mir nicht mehr als 10 eingefallen. Aber krass, dachte ich nicht, dass so viele sind. Mhm. Dann gehen wir weiter zu Frage Nummer 16. Alle lieben Henry Cavill als Geralt in der Witcher-Serie. Doch wer soll diese Rolle ab der für Sarah? Liam Hemsworth. Das stimmt, ja, und das gibt Punkt Nummer 7 für dich. Oh Mann. Habt ihr The Witcher gesehen? Ja. Nee, nur ein paar Folgen, ehrlich gesagt. Also ja. Warum weißt du es denn?
Twitter. Ja. Da rennt mal wieder. Da ist Sarah am Start. Ja, aber ich kann nachvollziehen, dass er abgesprungen ist. Warum? Also, wieso? Ich habe, weil ich die Bücher gelesen habe und die Serie ist halt komplett anders und hat so Charakterentwicklungen, die eigentlich innerhalb des Universums absolut keinen Sinn ergeben. Und er ist ja ein riesen Fan von der Serie. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile bestätigt wurde, dass er auch abgesprungen ist, weil man eben nicht den Büchern gerecht wird. Ach, krass. Und nee, es ist nicht bekannt gegeben worden, aber das ist so der Flurfunk, den man hört, ja. Ja, genau, true. Ja. Und ich würde es auf jeden Fall verstehen. Also ich versuche es halt, die Serie als eigenständiges Werk quasi zu betrachten, dann ist es halt auch okay. Aber es gibt so ein paar Sachen, was sie mit Yennefer machen, wo ich denke, nee, das ist irgendwie, das geht schon so weit, das ist gar nicht mehr okay, das ergibt gar keinen Sinn, nicht mal innerhalb dieser Serie. Ist ja okay. Irgendwie mit vielen Serien so, Ringe der Macht und so weiter, das reiht sich ja alles irgendwie ein, ja, in die Lore-Veränderungen. Ja. Ja, okay, gut, man kann es verstehen, ich finde es trotzdem schade, dass er ausgewechselt wird. Mir schon, fand ihn er war schon echt gut. Super auf jeden Fall, als ja. Geralt. Fand ich auch. Nein. Naja, mal gucken, wie Liam wird. Frage Nummer 7, eine Sortierfrage. Sortiert folgende Elden Ring-Bosse nach aufsteigender Anzahl ihrer Hitpoints. Malenia, Godric, Feuerriese, Radahn. Gustav? Danke schön. Ich wollte mal fragen, ob man die nochmal lesen kann. ich würde, also sind die von beiden Phasen zum Beispiel bei Malenia gemeint oder nur von der ersten zum Beispiel? Ich denke auch komplett. Insgesamt. Ja, ist ja ein Bossfight. Okay. Dann würde ich einfach nach Schwierigkeit gehen. Also Godric am wenigsten. Godric. Godric. Sehr Godric. Godric, Radahn, dann Malenia und dann Feuerriese, weil Feuerriese einfach am meisten hat. Und das ist richtig und es gibt einen Punkt für dich. So, wer war denn nochmal der Feuerriese? Ja, das war auch mein Problem. Er war da bei diesem Amboss, dieser... Nee. Das ist nicht der sich da am Rücken rumwälzt. Das ist ein anderer, oder? Nee, das ist einfach so ein gigantischer Dude. Genau, ein Riesendude und der hat so einen Mund und ein Auge hier. Du musst über so zwei so kann nicht so schwer gehen, gewesen sein, wenn ich mich nicht mal an den erinnere. Hast. Der war tatsächlich okay schaffbar, das stimmt schon. Der hat so eine riesen Schüssel gehabt, womit er, wenn du auf ihn zukommst, so Schnee auf dich schießt. Ach doch, der. Ach stimmt, der war ja dann in der zweiten Phase war er feurig, ne? In der ersten weniger. Genau. Ja, Lagen. Okay, nee, ja, mit doch. Den muss ich extra mein Bild ändern, ey, voll Katastrophe. Stimmt, der hatte mega viel, mega viel HP, ja. Ich denke überhaupt nicht an ihn, ich denke nur an Malenia und für die habe ich im ersten Durchlauf 11 Stunden gebraucht. Aber man muss halt sagen, Malenia, das war so easy. Malenia kann sich auch heilen, also an sich hatte ja theoretisch mehr Hitpoints, würde ich jetzt mal sagen, wenn sie sich, wenn man das mit einberechnet, just saying. Ja, theoretisch, wenn du dich treffen lässt. Ja, du bist ja eh getroffen von ihr, mindestens einmal. Das ist nee, eigentlich nicht. Bei mir war sie verbuggt. Sie hat ihren coolen Dance nicht gemacht. Deswegen war es First Try. Okay. Das war so nice. Keiner konnte es glauben. Ja, das kenne ich aber auch. Bei mir war Elden Beast verbuggt. Und in meinem ersten Playthrough hat er nur eine Attacke die ganze Zeit gemacht. Ich bin einfach überrannt. Und Chat war so sauer. Wir haben schon noch 12 Stunden Action gefreut, aber. Ja. Aber gut. So, nächste Frage, Frage Nummer 18. Um welchen Planeten wird es im Nachfolger des Science-Fiction-Abenteuers Deliver Us the Moon gehen? Den zweiten Mondplaneten. Habe ich ja noch nie von gehört, was ist das denn? Keine Ahnung, von uns geht. Sagt der Name was. Aber ich keine Ahnung, wovon du redest. Ich glaube, Mond ist zu einfach. Ist auch kein Planet, oder? Ja. Verdammt. Also wenn ich schätzen müsste, war wahrscheinlich irgendwie Jupiter, aber das würde ich nicht probieren. Jetzt ist das einfach so Erde. Es ist eigentlich Death Stranding, weil da steht was von Deliver Us und du bist eigentlich nur auf der Erde unterwegs und trinkst Pakete durch die Gegend. Ist es ein Nachfolger? Ja. Ja. Welcher Planet hat denn die meisten Monde? Und da ist vielleicht die höchste Trefferchance. Ich glaube, deswegen sage ich Jupiter, so. Ich bin mir nicht sicher. Nee, keine Ahnung. Also, wenn jemand raten möchte, zum Beispiel Sarah mit
7 Punkten. Also wenn es jetzt Jupiter wäre, dann hättest du mich ja fast dazu gebracht, es zu sagen. Ich sage Jupiter. Ah, ist leider falsch. Oh, schade. Nice try. also ich kann euch einen Tipp geben. Boah, es ist nicht Jupiter. Wow, Zoe, das ist so nett von dir. Ja, kann ich euch einen anderen Tipp geben? Ist es denn in der Milchstraße? Ja. Okay, das auf jeden Fall. Hätte ja sein können, Andromeda oder sowas. Oder ein Fiktiver. Alles, was ich euch an Tipps geben könnte, würde es euch verraten, glaube ich. Ja, und das wäre auch nicht fair, weil Sarah jetzt nicht mehr da ist. Ja, das stimmt. Ja. Kommt das bei meinem stimmt Vater, was. Erklärt mir die 7 Dingsbums vor? Nein? Jeden Sonntag. Hey, da kommen doch alle vor. Ja. okay, dann löse ich einfach mal auf, außer einer von euch möchte noch mal raten. Nein. Okay, es wäre der Mars gewesen. Mist! Genau, das wollte ich raten. Ich habe es gerade noch gesagt, so stimmt der Mars. Wir haben einiges gesagt. Ein guter Tipp wäre Snickers gewesen. Oh, ja, aber ich dachte mir, das ist alles so offensichtlich dann. Obvious, ja. Ja. Nee, da haben wir alle noch nie von gehört. Nee, beziehungsweise Sarah über Twitter nicht. Wahrscheinlich. Ja. Dazu in letzter Zeit immer mehr. Noch. Wir kommen wieder zu einer Lügendetektor-Frage. Also ganz genau hinhören. Im Multiplayer-Survival-Spiel Grounded sind die spielbaren Charaktere gigantisch groß. Chiara? Die sind sehr klein. Das stimmt, sie sind natürlich sehr klein. Und das ist Punkt Nummer 2 für dich. Oh Gott. Nice. Übrigens, schwerer als man glaubt, dieses Spiel, wie ich nur mal gesagt habe. Ich habe das Early Access gespielt und da kamen wir teilweise so an unsere Grenzen, weil es dann so ein Unterwassergebiet gibt. Mhm. Und dann habe ich es zum Full Release gespielt und da hast du auch das Gefühl, will überhaupt das Spiel, dass ich da bin? Es ist auch so ein bisschen Elden Ring Experience, wo du dann auch immer irgendwo hinreinst und denkst. Aufgrund des Titels könnte man unterstellen, es würde einen in den Boden stampfen wollen. Ja, genau, ja. Ja. Aber sehr cooles Spiel. Also ich fand es ziemlich nice. Es ist auch ein cooles Spiel, ja. Aber manchmal, ja, ein bisschen nervig manchmal. Ja. Ich habe immer nur panisch angefangen zu schreien, wenn ich Spinnen gesehen habe, die auch immer so riesig waren. Ja. Gibt es keinen Modus ohne Spinnen? Das wird auch angemessen. Das gibt's sogar. Du kannst es sogar einstellen. Ja, dann ist eine Kugel, eine dunkle. Und das sieht super witzig aus, wenn dann einfach nur so, weil es geht ja um Arachnophobie, also wenn du Spinnenphobiker bist und dann sind das einfach nur so Bobble. Also Bowling. Ich weiß nicht, ob man die Farbe einstellen kann, aber bei mir wurden die braun und dann habe ich die manchmal mit Eicheln verwechselt und dachte, ach, ist nur eine Eichel und laufe ich den und ist eine Spinne und greift mich an. Wow. Frage. Oh Gott. Frage Nummer 20. Wie heißt der Battle Royale Modus der Shooter-Serie Call of Duty? Sarah? Oh mein Gott. Warzone. Das ist richtig. Das tut weh. Für dich. Das tut richtig weh. Ich glaube, mein Internet ist einfach besser oder so. Nee, du bist einfach schnell. Ich hab wirklich du bist einfach direkt am Server. Und wir kommen zu einem Bilderrätsel. Wie lautet der Name dieser liebreizenden Figur? Sarah? Jani? Das ist richtig. Und es gibt Punkt Nummer 8 für dich. Danke. Ich hätte aber auch nicht gewusst, dass die Figur Jani heißt. Ich hätte nicht gewusst, dass sie Namen haben. Ja, eben. Ich auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass sie Namen haben. Aber gut. Die aus wie Wolle. Ja. Wie heißen der andere? Der blaue? Ich meine, die heißen beide. Also, das war komplett darauf, ich dachte, die heißen alle Jani. Also, ach so. Ja. Okay. Jani also, Junior. Der blaue Jani. Wir kommen zu Frage Nummer 22. Wieder eine Wissensfrage. 2023 erscheint der dritte Teil einer Spielereihe um rundenbasierten Fantasy-Football mit Orks, Elfen und Zwergen.
Wie heißt die Serie? Blood Bowl. Das ist richtig. Ja, gibt Punkt Nummer 3 für dich. Yes, nie gespielt. Twitter. Nee, Quatsch. Oh mein Gott. Sehr gut. Nee, ich kenne noch jemanden, der das spielt. Und ja, ich fand das Konzept irgendwie abgefahren, aber nie reingeguckt. Habe auch keinen Bezug zu Football oder sowas. Ich gucke das immer nur, wenn mich ein Kumpel einlädt, aber nur, damit ich essen kann. Stimmt, Sarah, warst du ja auch dabei. Super Bowl. Beim Super Bowl. Ja, ja, das stimmt. Zum Essen. Aber du hast zum Gucken, warst du dabei, ja. Ja, das stimmt. Ich habe mal, und jetzt kommt nämlich der Bezug, ich habe mal Football gespielt, American Football. Ach, krass. So in echt. Oha. Aber ich wusste nicht, wie der Fantasy-Football-Ableger mit Orks heißt. Muss ja. Man auch, glaube ich, nicht. Wir kommen wieder zu einer Schätzfrage. Das bedeutet, ihr dürft alle wieder etwas aufschreiben. In welchem Jahr erschien das erste Spiel der Reihe Worms? Habt ihr alle was eingegeben? Ich hoffe. Dann decken wir jetzt einmal auf. Aha. Und Punkt bekommt Sarah. Es war nämlich 1995. Damn. Krass, aber wir sind alle im richtigen Jahrzehnt. Ja. Ja. Ich habe überlegt, ob ich eine 8 vorher dran packen soll oder nicht. Cool. Ich glaube, dafür ist es zu komplex. Das stimmt. Oder? Für eine 8 davor. Ja. Ja. Denke ich auch. Stark. Für den Heimcomputer. Nächste Frage. Welches in Deutschland entwickelte und 2009 erstmals veröffentlichte Action-RPG erhält im Januar eine Neuauflage? Ich hab's im Kopf. Ach, egal. Ja? Gothic. No, das ist leider falsch. Gothic ist älter. Da gibt es noch ein Release-Datum für das neue. Ich meine, Gothic ist Anfang 2002 oder so. Boah. Aber Gothic ist doch gar nicht aus Deutschland, das ist aus Polen. Nee. Gothic? Ja, das kommt doch aus. Kommt das nicht aus Essen? Ja, ich glaube schon. Oh. Das ist Piranha Bytes. Ja, mein, genau. Ja, Piranha Bytes. Die sind aus Deutschland. Aber das Remake kommt jetzt nicht mehr von denen. Das ist, glaube ich, jetzt bei THQ Nordic oder so. I don't know. Aber es ist nicht die Antwort dieser Frage. Ja. Hey, wer macht denn noch RPGs in Deutschland? Wer macht denn Action-RPGs? Crysis? Nein. Aber ist ja kein RPG. Ja, stimmt. Ich war bei Action. Naja. Möchte noch jemand von euch? Boah, gar keine Ahnung, ne. Okay, dann löse ich auf. Es ist Risen. Verdammt. Ach, das war meine Antwort, aber. Oh, ja. Wirklich? Ja, ja. Oh, Mist. Aber richtig, ich wusste, Spielerei der Nachfolger auch. Von, was wir zuerst hier gesagt haben, was Chiara gesagt hatte, war Risen. Ja. Aber klar, ich war so unsicher. Ich dachte zuerst, hey, ist das nicht polnisch, ne? Der zweite Teil war ja auch großartig. Dark Waters, ne? Ich glaube, ich habe nur den ersten gespielt. Das ist echt lange her. Ich auch aus. Schade. Kommen wir zu Frage Nummer 25. Wieder eine Wissensfrage. Mit welcher ungewöhnlichen Waffe kämpft die junge Frau Marin im Zelda-Spin-off Hyrule Warriors? Hyrule Warriors, sorry. Da habe ich mich schön von fair gehalten. Ich habe das. Großer Zelda-Fan, aber damit will ich nichts zu tun haben. Hast du das Zelda mit Zelda nichts zu tun? Ich habe den zweiten Teil getestet, aber da ist nicht. Kennt ihr Dynasty Warriors? Das ist das quasi. Hey, das hat doch einen Namen, so ein. Wie nennt sich denn das? Nicht Musu Game, so ähnlich. Doch? Oder doch? Ja, ich glaube, keine. Musu Game, doch. Diese. Warrior Games, wo dir alles, wo dir unendlich viele Gegner vorgespawnt werden. Ach, das ist doch gar nicht so alt, ja. Genau. Also wenn ich kann jetzt einfach was reinwerfen, was ich kenne das Spiel gar nicht, aber ich weiß, wer Marin ist. Ich würde Milch schätzen. Milch? Warte, was würdest du schätzen? Milch. Da muss dann auch buzzern. Willst du das reinloggen? Ich habe es einfach mal reingeworfen. Vielleicht Milch?
Ich habe keine Ahnung, ich werde gar nichts sagen. Weil Milch? Wegen der Milch. Weil alle Laktoseintolerant sind. einfach Milch. Nee, ich werf mal Mandeldrink in den Raum. Soll ich auflösen oder möchte jemand von euch es probieren? Ich stecke in Zelda, also Zelda habe ich gar keine Ahnung. Jetzt kommt so Milch. Es ist Milch. Nein, es ist mit einer großen Glocke gewesen. Ah. Aha. Okay. Die Glocke aktiviert. Wie kommst du denn war auf da Milch? Milch drin? Ich weiß es nicht. Naja, Kühe haben ja gelegentlich Glocken um den Hals, zumindest in den Alpen und so. Ich glaube, das. Also ich, manchmal sage ich einfach das Erste, was mir in den Kopf kommt. Oh. Kommen wir zu einer Sortierfrage. Sortiert folgende Batman-Spiele von alt nach neu: Arkham Knight, Batman Begins, Arkham Asylum und Batman Forever. Chiara, du fragst dich dasselbe wie ich, oder? Ich sag jetzt einfach mal. Danke. Ich glaube schon die zwei. Batman Begins, dann Batman Forever, dann Arkham Asylum, dann Arkham Knight. Das ist leider falsch. Also, Begins und Forever sind doch Filme. Ja, dachte ich auch, sind Filme. Nö, nö, es gab, natürlich gab es dazu Spiele, oder? Weiß ich halt nicht. Dann, das sind doch alte Filme. Ja, ja, ich glaube, das ist der Witz daran. Okay. Also, ich könnte alle Arkham-Teile aufsagen. Ja, ja, genau. Ich dachte, okay, hier kommen jetzt irgendwie so noch ja. Origins oder so. Ja, die fehlt noch, aber ja. Nicht mit den beiden drin. Also Begins Forever hätte ich jetzt in den 90er eingeordnet. Was hast du noch mal gesagt gerade? Begins Forever, dann Asylum and Night. Gut, das weiß man natürlich, dass die so rum sind. Wenn ich nach den Filmen gehen würde, hätte ich gesagt, Forever ist das älteste. Magst du es einloggen? Ja, komm, ich mach's einfach. Egal. Einmal reicher werde ich nicht. Also von alt nach neu, ne? Okay, dann sage ich, was ich sag, Batman Forever, dann Batman Begins, dann Arkham Asylum und danach Arkham Knight. Das ist richtig, du bekommst einen Punkt. Boah. Yes. Das sind das die Spiele, ich muss sie dann später mal googeln. Ja, ich auch. Sind das echt Spiele zum Film? Also es sind auf jeden Fall Spiele. Okay. Und sind, ja, Forever sind zum vielleicht Film. So Super Nintendo-mäßig, wo es so zeitlich ja, war. Ja, gut, ja. Kann sein. Aber Begins ist halt nicht, also wenn das jetzt hier mit, wie heißt der, Christian Bale ist? Nein. Dann kam dazu kein Spiel raus. Das glaube ich auch nicht. Ich bin gerade sehr gewillt, in mein Regal hinter mir zu gucken. Also Begins war für die PlayStation 2. Ah. Das war doch vor den Christian Bale-Sachen, oder? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wann die rauskamen. Vielleicht gibt es einfach die Comic-Reihe, die heißt Batman Begins und dann haben sie dann Spiele rausgebracht oder so, ja. Ich meine, ich habe das für ein Gamecube. Müssen wir gucken nachher. Stimmt, das haben die damals, als der Gamecube rauskam, gab es eine richtig krasse Promo und da haben die mal Batman gezeigt. Irgendein Batman-Spiel, ja. Ich erinnere mich. Mhm. Ah. Ja, Batman Begins anscheinend. Okay, wir wissen mehr. Ihr schaut jetzt nach. Wir sehen heute noch Sarahs komplette Gaming-Sammlung. Ja. Jetzt wirklich. Natürlich hat sie es. Ich habe eine Jogginghose an, aber ich habe dieses Spiel. Ich auch. Unglaublich. Und ich wusste nicht, dass es das gibt. Warte. Batman Begins. Krass. Okay. Also doch zum neueren Film. Okay. Ja, anscheinend. Müsste ich mal einlegen. Ja, also sieht so aus im Kamera. Ja. Ja, mega. Wild. Dann machen wir weiter mit Frage Nummer 27. Wie lautet der Untertitel des nächsten im Januar erscheinenden Teil von Fire Emblem? Moment mal. Es kommt im Januar ein neues Fire Emblem? Was kommt denn alles im Januar? Also. Ich sag Three Hopes. Das stimmt leider nicht. Möchte noch jemand anders raten? Bei Raten bin ich raus. Oder er weiß es vielleicht auch. Ich weiß es, glaube ich. Wenn er nicht mehr redet, dann habe ich noch einen Guess. Darfst du zweimal buzzern? Nein, nein, ich meine nur. So. Ich hätte noch was. Komm, noch nie so ein Spiel gespielt. Musst du! Warum hast du es nicht gespielt? Aber Spiel Awakening. Nee, ich weiß, wie die Spiele aussehen und so. Zieht mich nicht so an. Aber Zelda. Tick Flop.
Was hat denn bitte dieses taktische Fire-Emblem mit einem Action-RPG zu tun? Ich wollte dich einfach nur ein bisschen ärgern. Gemein. Okay, aber wenn keiner von euch mehr buzzern möchte, dann darf Sarah gerne nochmal raten, ohne buzzern. Und das heißt auch ohne Punkt. Die machen doch auch ein Warrior-Game. Ist das, dass das im Januar rauskommt? Auch nicht? Ist aber Fire Emblem Warriors ist angekündigt. Oder ist das schon raus? Naja, dann wird raus. Nee, das war es leider auch nicht. Es ist Engage. Okay. Engage. Okay. Da kann ich nur nicken. Anerkennend. Ist so. Hey, der Januar wird ja richtig gut. Ich freue mich schon drauf. Absolut crazy. Nächstes Jahr wird generell total krass. Also. Aber sagen wir jedes Jahr irgendwie. Aber ist doch schön eigentlich. Dieses Jahr war nicht so krass. Aber, aber letztes Jahr haben wir bestimmt gesagt, dass dieses Jahr krass ist. Dieses Jahr kam Elden Ring raus. Hallo? Elden Ring und God of War. Das war's. Ja, nö. In der selben Woche wie Elden Ring kam Horizon, Total War. Ja. Horizon, ja. Das war richtig gut. Und das Destiny. Dying Light 2 kam auch im selben Monat raus. Ja. Abgefahren. Ja. Nächste Frage, Frage Nummer 28. Wir neigen uns langsam dem Ende zu. Und zwar ist es eine Lügendetektorfrage. Am 23. November 2022 wurde World of Warcraft 20 Jahre alt. Wie alt ist der Bums, ey? Nie gespielt. Er ist eins der besten Games, aber wie alt ist es? Keine Sekunde in meinem Leben angefasst. Es ist bestimmt älter. Noch älter? Nee. Ich hätte jetzt irgendwie 15 Jahre gesagt, oder? Ja. Nee, ich weiß nicht. Das ist älter als 15 Jahre. Wahrscheinlich ist es der 24. November. Ja, so ein Ding. Oder Oktober. Wow. Oder das Spiel ist falsch und da wurde ein anderes Spiel 20 Jahre alt. Das ist eine Option. Also, ich kann euch gerne den Tipp geben, dass es tatsächlich das Alter ist, das falsch ist hier. Und dass es nicht ganz so alt ist. Interessant. Komm, ich sag 18. Ich sag richtig. Das ist Punkt Nummer 3. Krass. 18 Jahre, ist endlich volljährig, WoW. Hat sich also gelohnt dafür, das halbe Leben auch zu hören, was? Oh wow, okay. Dann kommen wir zu Frage Nummer 29. 2022 erschien der letzte Teil der Spielreihe FIFA. Wie wird das Ganze ab 23 heißen? Mhm. Also anders anscheinend. Super Soccer. Ja. Aha. Ich komme auch nicht drauf, aber... Warte mal. PES heißt doch, glaube ich, eFootball jetzt, ne? Mhm. Also wird FIFA nicht so heißen. Das nächste... Ach, ich habe da mal davon gehört, aber ich weiß es auch nicht mehr. Wir haben die Lizenzen jetzt nicht mehr, ne? Mhm. Oder so? Mhm. Oh, aber wow. Es ist auch so was Verallgemeinernderes. Es ist auch irgendwas mit Football oder Soccer oder so. Oder so einem runden Ball. Nee, weiß ich nicht auswendig. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, dann löse ich auf. Es ist EA Sports FC. Das ist ja ein Katastrophenname. Was ist das denn? Ich stelle mir das schon so richtig vor. Ich habe damals neben der Schule habe ich noch beim GameStop gearbeitet und da kamen immer so kleine Jungs an die Kasse und haben gefragt, ob wir schon das neue FIFA haben. Wie die jetzt wohl an die Kasse gehen und sagen, habt ihr schon das neue EA Sports FC? Das wird zu 100% jeder FIFA nennen. Das wird einfach nur noch FC heißen. Ja, ich habe auch überlegt, wie man es denn abkürzen will, weil es geht ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, kann ich das neue Sports haben? Das neue das FC. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ganz schlimm. Okay. Wir kommen zu einem Bilderrätsel. Aus welchem aktuellen Spiel stammt dieses Bild? Oh, nein, ich war vom Wasser runter. A Plague's Tale Requiem. Das stimmt, ja. Und das ist Punkt Nummer 4 für dich.
Gut, Platz 2. Hoffentlich bleibt sie dabei. Knappe Kiste. Platz minus 1. Aber bis jetzt hat noch niemand es geschafft, mit minus 1 aus einem Quiz zu gehen. Oh. Glückwunsch. Denn was Schlechteres schon so mal geschafft. Minus 2. Das spricht für mich, oder? Es zeigt so ein bisschen auch den Mut, den du hast. Auch. Auf jeden Fall. Dass du eine Person bist, die sich auch mal traut, Grenzen zu überschreiten. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ob das jetzt immer positiv ist? Ich lerne. Jeden Tag. Wir kommen zur vorletzten Frage für heute. Eine Wissensfrage. Die definitive Edition welches Echtzeitstrategie-Hits bringt Microsoft im Januar vom PC? Sarah? Age of Empires. Kann es ja eigentlich nur sein, ne? Welcher Teil? Fuck. 2. 3. 2. 2. Age of Empires 2? Ja. Das ist richtig. Das gibt einen Punkt. Im Zweifel immer 2. Damn. Sarah, du bist ein Lexikon, ja. So gehofft, dass du die falsche Zahl sagst. Ja, für die anderen dann sagen, ne? Dann ist ja Age of Empires ist ja bei Rocket Beans sehr groß. Also, glaube, wenn man da die Antwort nicht weiß. Du, ich habe auch überlegt, ob ich mich jetzt blamiere, aber mit Age of Empires habe ich halt echt nur in der Kindheit mal kurz damit zu tun gehabt, aber nie irgendwie kompetitiv. Da habe ich irgendwelche Elefanten von A nach B geschickt und fand es total toll. Aber ja, Strategie, Echtzeitstrategie war ich nie so drin. Ja, ich auch nicht. Ich habe immer nur die Cheats benutzt und habe mir diese Trooper besorgt. Ja. Dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Eine Wissensfrage. Was für ein Tier ist Melinda aus Animal Crossing? Sarah? Ein Hund. Ja, das ist richtig. Aber die heißt doch im Englischen auch anders, oder? Die heißt doch nur im Deutschen Melinda, kann das sein? Oh, weiß, das ich, weiß nicht. Ich nicht. Ich glaube, die heißt ja anders. Egal, vielleicht weiß es irgendwie der Chat oder so. Ja. Ja, falls es der Chat weiß, dann gerne mal reinschreiben. Dann gerne mal eine 1 in den Chat. Ah, Isabel soll sie heißen. Ach. Okay. Jetzt glaube ich sogar bei Super Smash Bros. Genau, ja. Ah, okay. Aber dann war's es für heute. Sarah, herzlichen Glückwunsch. Du hast echt mit einem sauberen Vorsprung gewonnen. Mit Konfettikanone. Ja, stark. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Uns platt zu machen, meinst du? Das gibt einem auch ein gutes Gefühl. Ja. Überhaupt nicht. Nein, es war wirklich cool. Aber vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß heute. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und auch vielen lieben Dank, dass der Chat heute da war. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch eure Nachrichten im Chat zu lesen. Echt unglaublich, wie viele auch die richtige Antwort immer wussten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wiedersehen.